würde, wenn ich jetzt halt diesen Job nicht hätte oder sowas in der Richtung, dann ist es richtig geil. Ja, oder ich mache Dinge, die mache ich für mich. Ja, am Ende des Tages macht jeder nur Dinge für sich. Ja, ist auch ganz wichtig, herauszufinden, dass immer wieder diese ganzen Interviews, diese Oldschool-Interviews zum Beispiel, Recruiting und so weiter, wo einfach dir irgendwelche Leute irgendwas runterlabern, was sie gelernt haben irgendwo oder keine Ahnung, wie man es machen sollte und so weiter. Aber das ist alles nur Nonsens. Ja? Letztendlich möchtest du ja wirklich hören, okay, was bewegt dich wirklich, wer bist du wirklich, was ist das, was du willst und wirklich willst. Und das wird dann meistens nicht am Anfang direkt gesagt, das musst du dann zwischen den Zeilen lesen, rauslesen, ja, versuchen zu analysieren, zu erörtern über die Zeit, wirst du dann immer besser kennenlernen, die Leute. Und das dann zu bedienen, das bindet die Leute an dich. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt nichts Schlimmeres als Firmen, wo starke Fluktuation ist. Also da muss dann ein anderer starker Faktor da sein, der diese Firma skalieren lässt und zusammenhält. Wie zum Beispiel die Softwarefirmen, die haben halt einfach Lizenzgeschäfte und so weiter. Zum Beispiel SAP, starke Fluktuation im Sales zum Beispiel. Die halten das aus, weil die haben ein starkes Lizenzgeschäft, also quasi so eine Zwangsverheiratung mit den Unternehmen, dass sie immer wieder und so weiter. Aber wenn du jetzt ein reiner Berater bist, ein reines Menschenunternehmen, ja, und permanent, also dein einziges Asset, du hast gar keine Software, sagen wir mal, noch krasser, ja, und schon gar keine Güter oder irgendwie sowas, ja, oder kein Mercedes und keine Autos. Kein Produkt, sondern das Produkt sind einzig allein nur deine Menschen und die sind ständig am Fluktuieren. Das ist quasi ein Rennen gegen Windmühlen, ja, weil du ja immer wieder, das ist ja quasi ein Verlustgeschäft. Was ja auch viele nicht bedenken, ist, dass wenn ich jetzt jemanden einstelle und die beschweren sich, ah, du zahlst mir nur irgendwie 15 Euro oder so, ja, so ein Werkstudent, ja. Nein. Ja, wenn ich jetzt einen Mindestlohn in Deutschland einen Werkstudenten bezahle und zum Beispiel im Sommer dürfen die 40 Stunden die Woche arbeiten, dann sind das aufgerechnet, sind das netto 2.000 bis 2.500 Euro. Ja? Und das ist okay. Und so, na, okay, ist nicht okay, weil ich zahle ja nicht die 2.500 Euro, sondern da kommen nochmal irgendwie Abgaben drauf. Das kriegen dann die meisten noch raus. Das ist dann, ja, klar, du musst dann noch irgendwie dieses Rentending und so. Dann sind das halt 2.800 Euro. So, nee. Das sind nicht 2.800 Euro, weil du kannst de facto noch nichts. Das bedeutet, damit du überhaupt hier irgendwie nicht nur da sitzt und ein Däumchen drehst, muss ich 1 oder 2 Stunden entweder jemanden finden, der mich dann wieder Geld kostet, oder ich mache es direkt, wenn ich klein bin, was auch immer, oder möchte das auch, weil ich besser kennenlernen möchte, die Leute. Und da muss ich also quasi, je nachdem, wie schnell und wie gut du bist und Vorkenntnisse, mal angenommen, ich mache 2 Stunden Training pro Tag mit dir, intensiv, einen Monat lang. Und ich rechne jetzt da für diese 2 Stunden meinen durchschnittlichen Stundensatz ein. Dann bin ich beim Werkstudenten bei ungefähr 8.000 Euro netto, die ich da einzahle für diesen Monat, wo der bei mir arbeiten darf. Ja? Und das checken schon, also bis dahin, das sind 99% der Leute sind da schon wieder komplett raus. Ja, die checken es gar nicht. Aber das ist halt sozusagen der Grund, der einzigste Grund, warum das sinnvoll sein kann, ist, wenn ich die richtigen Leute so auswähle, dass sie zumindest zu einem gewissen Prozentsatz davon für mich in 5 Jahren auch noch arbeiten. Ja, dann sind wir wieder beim Lifetime. Und das ist auch eine der wichtigsten Kenngrößen zum Beispiel beim Vertrieb. Das ist der Lifetime Value. Ne? Und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, glaube ich. Ne? Weiß ich nicht. Okay. Also der CLV. Es gibt letztendlich, wir reden hier schon teilweise von sehr komplexen Sachen, aber unterm Strich gibt es dann, man kann Dinge auf nur ein paar Faktoren runterbrechen, die alles entscheidend sind am Ende des Tages. Und so die richtigen Super-CEOs, die gehen in keine tiefen Excel-Sheets und irgendwas sonst was rein. Das machen ja alles seine Mitarbeiter. Also du wirst ja wahnsinnig werden. Ja? Also wenn du jetzt mal ein Typ bist, der bei 80 Leuten geht schon los. Ja? Wenn mal angenommen, bist jemand, der führt eine 5.000 Leuten. Ja? Dann schaust du dir nur ein paar Zahlen noch an. Ja? Also, und das ist alles Entscheidende, zu wissen, welche Zahlen müssen das sein. Ja? Und auf der Basis dieser paar Zahlen, ne, geht eine Firma mit 100 Millionen im Bach runter oder verdoppelt sich, ja, in 5 Jahren oder 1 Milliarde. Ne? Und das sind auch alles nur Menschen wie du und ich, aus Fleisch und Blut.
Und schau mal, was für Fehler der BASF-Typ da, habe ich letztens ein paar Dokumentationen gesehen, ja, was der ständig für Fehler macht, der Idiot. Und da hat er irgendwie eine Frau auch im Aufsichtsrat, die muss dann kuschen, die fliegt dann raus, weil sie irgendwie dagegen gesprochen hat. Na? Also zum Thema Frauen, da könnte ich auch noch was sagen. Also das darf ich hier aber nicht aufnehmen, also weil in Deutschland ist es verboten. Ja. Das weiß ich. Wir kennen uns nicht so gut. Ich weiß nicht, wie du das dann auffasst. Ah, ich erzähle es dir einfach. Jetzt habe ich es eh schon angeteasert. Ich schneide es dann raus, weil ich